Die Wall Street bereitet sich auf einen totalen Sieg von Donald Trump vor, das zumindest sagte Goldman Sachs. Und die haben ja durchaus Einfluss an der Wall Street. Was heißt totaler Sieg von Donald Trump? Nicht nur, dass Trump dann wieder Präsident wird, sondern dass die US-Republikaner das Abgeordnetenhaus dominieren werden, also dort eine Mehrheit haben, wie auch eben den Senat. Und das würde bedeuten, ein Sweep, wie das sich nennt, also dass alles in republikanischer Hand wäre. Und all das erscheint durchaus ziemlich wahrscheinlich angesichts der Situation, dass sich die US-Demokraten mit diesem Drama um Joe Biden sich derzeit wirklich selbst zerlegen. Schauen wir uns an diesem ruhigen Tag, an dem der S&P 500 das erste Mal die 5600er Marke geknackt hat, wieder neues Allzeithoch, als gäbe es kein Morgen. Es wird immer teurer, es wird immer krasser. Wir wollen uns die Ausgangslage mal anschauen. Hier Goldman Sachs eben mit dieser Aussage: Wir preisen jetzt einen Trump-Victory und einen Republican-Sweep ein. Und all das in einer Situation, wo die Financial Conditions ohnehin schon so locker sind, wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Klar, die Aktienmärkte steigen, das ist da ein wesentlicher Faktor. Und offenkundig guckt Goldman Sachs da auf Predicted, diese Wettplattform in den USA. Und man hat da so ein Basket von Aktien, die von einem Durchmarsch der Republikaner profitieren würden. Das sind dann zum Beispiel Ölwerte, alles, was sozusagen von einer absehbaren Trump-Politik profitieren würde, und andere würden eben eher nicht profitieren. Solar, Wind, all diese Geschichten, logischerweise. Wir haben ja Trump schon mal als US-Präsident erlebt. Und ja, die Demokraten, die zerlegen sich, Party over Country. Democrats stick with Biden, knowing he's unfit to serve. Also die Demokraten stellen jetzt die Partei über das Land, so heißt es selbst bei The Hill, die durchaus auch den Demokraten nahestehen. George Clooney zum Beispiel sagt: Ich liebe Joe Biden, aber wir brauchen jetzt einen neuen Kandidaten. Und niemand, so heißt es bei The Hill, die hier mit demokratischen Insidern sprechen, niemand geht davon aus, dass Trump überhaupt, dass Biden überhaupt in der Lage ist, nochmal 4 Jahre dann dran zu hängen, wenn er denn gewählt werden würde. Und das ist ein Riesenproblem für die Demokraten, dass, wenn sie das nicht geändert kriegen, dann haben sie echt ein Thema. Und so versucht Biden so ein bisschen, wie soll man sagen, Bestechung zu machen. Denn er überlegt jetzt offenkundig nochmal Student Debt zu erlassen, also diese Studentenkredite praktisch zu erlassen für diejenigen, die ihre Ausbildung eben über Kredit finanziert haben. Und dadurch, dass in den USA eben Ausbildung sehr teuer ist, haben das fast alle gemacht. Und das geht natürlich letztendlich wieder auch zu Lasten der Verschuldung. Das geht zu Lasten der Allgemeinheit, entlastet den einen Teil, die eben diese Schulden haben. Aber letztendlich geht das ins Defizit rein. Also auch das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Rabobank hatte ja gesagt, also wenn nur Gott sozusagen Biden da raus zwingen kann, dann ist Gott eben die Voters oder die Opinion Polls, also praktisch die Meinungsumfragen. Die New York Times wieder mal mit einem Artikel: Biden schadet sich selbst, der muss raus aus diesem Rennen. Also die Medien in den USA, die eher den Demokraten zugeneigt sind, sind komplett umgeschwenkt, komplett umgedreht und sagen, der Mann muss weg, weil sie eben sagen, ja, dann, wenn nicht, dann wird Trump gewinnen. Und was würde denn Trump bedeuten? Na, Trump würde erstmal bedeuten, wahrscheinlich sehr hohe Schulden. Schauen wir uns mal seine Schulden an, die er gemacht hat hier in seiner Amtszeit. Und da ist natürlich manches Corona geschuldet, klar. Das haben viele andere Regierungen, wenn auch nicht in dem Maßstab, auch gemacht. Aber es ging auch danach noch weiter. Also das ist durchaus zu erwarten, dass Trump nicht gerade knausrig sein wird, zumal eben viele Amerikaner schon ziemlich auf Kante genäht sind, wie ich gleich zeigen werde. Aber das könnte bedeuten, dass wenn Trump an die Macht kommt und durchregieren kann, dann würde er nicht nur Zölle deutlich anheben, Migranten rausschmeißen mit der Folge steigender Löhne, sondern er würde wahrscheinlich auch den Fed-Chef austauschen, das hat er ja bereits klar gemacht, und die Fed
zwingen, praktisch die Zinsen runterzubringen. Und warum würde er das tun? Weil natürlich die Konsumenten in den USA echt schon jetzt langsam am Anschlag sind. Vor allem durch dieses Buy Now, Pay Later Programm. So hat zum Beispiel Macy's jetzt seine Kunden informiert, die mit diesem Buy Now, Pay Later, also jetzt kaufen, später bezahlen, dass hier die Kreditzinsen auf 34,49% steigen werden. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist der Zinseszinseffekt, der die Leute dann vollends killen wird. Und schauen wir uns mal diese Konsumenten an. Die sagen schon, in verschiedenen Bereichen, die nicht essentiell sind, werden sie die Ausgaben zurückdrehen, weil sie schlichtweg sich das Ganze nicht mehr leisten können. Und wenn da ein Trump kommt und sagt, ja, passt auf, ich mache euch die Zinsen runter, dann wird er sich davon versprechen, dass die Leute sagen, hurra, das ist doch gut, was der Donald Trump macht. Und hier sehen wir mal, Credit Card Defaults, jetzt so hoch mit 3,23% wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Wir sehen, wie teuer zum Beispiel es ist, wenn man sich einen Autokredit nimmt. Da sind wir mal fast bei 8,7%. Auch das ist ein Faktor, der richtig reinknallt. Und wir sehen eben, dass jetzt immer mehr Insolvenzen in den USA passieren, eben weil die finanzschwachen Firmen da nicht mehr mitkommen, Anschlussfinanzierungen machen müssen, Kredite bekommen, die jetzt extrem teuer sind. Das schaffen dann viele nicht mehr. Und so haben wir die höchste Zahl seit Jahren jetzt gehabt, was eben diese Bankrotte betrifft. Und die Märkte, die sagen sich, who cares, ist ja egal, nicht wahr? Wir haben den City Economic Surprise Index, der konstant nach unten geht, weil eben der Konsument nicht mehr mitkommt und dementsprechend die US-Wirtschaftsdaten immer schwächer werden, aber die Aktienmärkte gehen nach oben. Wir haben jetzt zum Beispiel beim S&P einen täglichen, also ein Daily RSI von 80. Das hat es nur dreimal in den letzten 6,5 Jahren gegeben und wir sehen hier den Unterschied zwischen Marktkapitalisierung und den Earnings, also den Gewinnen. Der wird auch immer größer. Normal läuft das zumindest einigermaßen parallel. Aber wir sehen, dass nur wenige Aktien wirklich ansteigen. Wir haben jetzt die Anzahl von 15 Tagen in den letzten 30 Handelstagen, dass der S&P nach, wo der S&P nach oben gegangen ist, aber die Advance, die Kleinlinie, also die Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zur Anzahl der Aktien, die fallen, genau andersrum geht, also fällt, also mehr Aktien fallen als steigen. Das haben wir noch nie gehabt. Und woran liegt das? Weil alle sozusagen bei dieser Verklumpung mitmachen müssen. Also die großen Tech-Werte kaufen, wie zum Beispiel Nvidia, heute dann eine Artikel, ja, die könnten nochmal 3 Billionen nochmal hinzugewinnen, also sich verdoppeln, was die Marktkapitalisierung betrifft. Und Bert Flossbach hat das in einem Interview, glaube ich, gut auf den Punkt gebracht. If you don't own Nvidia, you're toast. So hat es ein Fondsmanager in den USA gesagt. Und die Folge ist eben eine Zweiklassengesellschaft, das komplette Auseinanderdriften des Durchschnitts aller Aktien zum Index. Und er sagt, dass wie lange kann das noch gut gehen? Diese Frage kann natürlich niemand beantworten, aber es ist auf jeden Fall absolut extrem. Heute übrigens in Sachen KI interessant, die FTC, also die Federal Deposit Insurance Corporation, hat jetzt untersucht das Investment von Microsoft in OpenAI. Heute Morgen ja schon die Meldung, dass sowohl Microsoft als auch Apple darauf verzichten, im Aufsichtsrat bei OpenAI zu sitzen. Also die Regulatoren, die fangen jetzt an, langsam aufzuwachen und zu sagen, nein, dann würden die ja noch mächtiger, diese großen Konzerne. Auch Elon Musk spielt natürlich mit. Er will jetzt, nachdem dieser Deal mit Oracle gescheitert ist, 100.000 Nvidia-Prozessoren kaufen. Einer kostet so um und bei 30, 35, 40.000 Dollar. Das kann man sich mal hochrechnen. Das wäre natürlich eine immense Investition und das machen derzeit ja so viele. Die Frage ist nur, wird sich das rechnen? Meine These ist nein, wird sich nicht rechnen, aber egal. Und vielleicht werden Preise in diesen Segmenten noch weiter steigen. Weil zum Beispiel beim größten Speicher-Chip-Hersteller der Welt, Samsung, ein Streik jetzt ausgerufen wurde, unbefristet. Und damit könnten viele Speichermedien nicht mehr zur Verfügung stehen, perspektivisch. Es könnte einen Lieferengpass geben, dadurch würden die Preise weiter steigen. Auch das wäre natürlich latente inflationär. Und wenn wir mal nach Deutschland kommen,
Hier haben wir das Problem, dass unsere Industrie leidet unter den hohen Energiekosten, wie eben auch die Konsumenten. Jetzt will die Ampel das Ganze noch teurer machen für die Konsumenten, allerdings erst irgendwann in den 2030er Jahren. Okay, das Problem ist eben, dass wir hier in Europa insgesamt haben, dass wir hier CO2-Abgaben bezahlen, aber die Amerikaner nicht und die Chinesen auch nicht. Das bringt unsere Industrie natürlich in einen Wettbewerbsnachteil. Und für was? Global 30% mehr Investitionen in fossile Energien seit dem Jahr 2021, wie Andreas Beck hier zeigt. Und heute hat sich auch Aramco geäußert, die weltgrößte Ölfirma aus Saudi-Arabien. Die haben gesagt, also wir gehen davon aus, dass 2035 und sogar nach 2040 mindestens 60% der Leute noch ein Verbrennerauto weltweit fahren werden. Und die deutsche Autoindustrie hat ja von der Politik gesagt bekommen, ihr müsst aber jetzt umsatteln, ihr sollt nur noch Elektroautos herstellen. Und unter anderem wegen der Autoindustrie sehen wir, dass wir eben immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, sind jetzt nur noch auf Platz 24. Also es geht immer weiter bergab. Und jetzt ist die Forderung da, ja Mensch, erhöht doch die Steuern, gerade für die Vermögenden. Und das ist ja schön und gut. Nur unser Problem ist eben nicht, dass wir zu wenig Steuern haben. Hier sehen wir mal 2023, neuer Rekord an Steuereinnahmen. Und ja, die Superreichen, die werden noch reicher, aber das liegt eben vor allem an der Politik der Notenbanken, die den Zins auf Null gebracht haben und damit die Vermögenspreise haben explodieren lassen. Dementsprechend ist die Antwort eben nicht mehr Steuern, sondern wo können wir sinnvoll investieren? Und ich glaube, dieser Wunsch, diese Ideologie nach CO2-Freiheit, die sozusagen dem Klima relativ wenig bringt, global gesehen, dass das natürlich ein Schießen ins eigene Knie ist. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Die erste, wir sehen ja durchaus einen Gewerbeimmobiliencrash in den USA. Wir sehen das ein Stück weit hier auch schon und das könnte sich verstärken. Da sehen wir also massive Risse bereits, eben die durch die Zinsen, durch die hohen Zinsen hervorgerufen wurden. Und das würde ein Donald ändern, und zwar zeitnah, würde ich mal vermuten. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, die EU-Kommission, die tut auch was dafür, dass es alles teurer wird, denn man muss jetzt so eine neue Regularie, die Herkunft von Holz bis zum Ursprung nachweisen können. Und das wird bedeuten im Endeffekt, dass Hygieneprodukte, Windeln, alles, wo irgendwie im Holz eine Rolle spielt, wohl teurer wird auf der einen Seite und wir wahrscheinlich mit dem Mangel zu tun haben werden. Also das ins eigene Knie schießen, das wird hier wirklich sehr konsequent vorangetrieben. Was das Ende sein wird, das dürfte klar sein. Der Niedergang, die Reformunfähigkeit in Europa, die wir derzeit auch in Frankreich sehen, die wird wohl anhalten. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt habe ich Servus, ciao.